Was aber so spannend ist, ist, wenn wir mit unserem Bewusstsein in diese Zeitlinien hineinreisen, dann können wir die wie aktivieren. Ja, dadurch, dass wir uns mit dieser Zeitlinie verbinden, findet schon eine Art Aktivierung statt, weil du ja diese Informationen wie downloadest. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist gerade eben kurz entstanden, nachdem ich eine Story aufnehmen wollte, die so ewig lang geworden ist für Insta, dass ich gesagt habe, okay, ich muss gemeinsam mit euch in dieses Thema der Zeitlinien einsteigen. Es geht um das Verbinden mit unterschiedlichen Zeitlinien. Es geht um das Thema Bewusstsein. Es geht um das Thema Karma. Und es ist auf jeden Fall ein spannendes und vielleicht auch ein bisschen intensives und leicht verwirrendes Video für den einen oder die ein oder andere Person. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wahrscheinlich wird es auch deine Sichtweise auf dein Leben und vielleicht sogar zu einer bestimmten Lebenssituation ein Stück weit öffnen, ein Stück weit verändern. Und ich wünsche dir viel Freude mit diesem Video. Also, wie bin ich dazu gekommen? Und zwar hatte ich heute eine Sitzung gehabt mit einer Klientin und es ist sehr, sehr häufig so, dass gerade wenn wir auch mit unseren Ahnen arbeiten, da können wir ja auch Heilung in die Ahnenlinie, also zeitlich gesehen mit unserem Zeitverständnis, zurückgeben in die Ahnenlinie. Wir können aber auch Heilung durch unsere Familienreihe quasi in die Zukunft schicken. Das bedeutet, dass die Generationen, die nach uns kommen, eben ein bestimmtes Muster, ein bestimmtes Thema nicht länger tragen müssen, was wir zum Beispiel von unseren Vorfahren übernommen haben, ja. Und man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen diesem Konzept, diesem weltlichen Konzept von Zeit, ja, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und dem in der geistigen Welt. Auf geistiger Ebene oder feinstofflicher Ebene funktioniert dieses Konzept der Zeit nicht so, wie wir es heute kennen. Dazu gibt es ja auch einige Theorien, warum es das überhaupt so gibt, also wie es das gibt, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist es so, dass ich schon öfters in den Sitzungen erlebt habe mit meinen Klientinnen und Klienten, gerade wenn es eben darum ging, dass Heilung in die Ahnenlinie gegeben wurde, dass wirklich wie so ein Ripple-Effekt war. Ja, das heißt, nehmen wir mal an, die Person XY, die Martha, hat vielleicht das Thema Schuldgefühle. Und sie hat dieses Thema Schuldgefühle von ihrer Mutter übernommen. Und ihre Mutter hat dieses Thema von ihrer Mutter übernommen. Und die Mutter von der Großmutter und so weiter und so fort. Und wenn man Heilung in die Ahnenlinie schickt, das heißt, man geht diesem Muster auf den Grund, man schaut, woher es kommt, man schaut, unter welchen Umständen es auch stattgefunden hat. Ja, in gewisser Weise ist es auch immer gut, etwas zu verstehen, weil man dadurch mehr Frieden finden kann, weil man dadurch Konflikte oder Themen loslassen kann, gehen lassen kann, weil man mehr weiß, beziehungsweise der Kopf mehr versteht, okay, das hat nichts mit mir zu tun. In anderen Sitzungen ist es eben auch wichtig, das Ganze energetisch aufzulösen, beziehungsweise auf körperlicher Ebene. Auf jeden Fall, wenn man diese Heilung dann eben zurückschickt in der Zeit, in die Vergangenheit, dann erhalten auch die Ahnen und Ahnen Heilung, die das eben so erlebt haben. Ja, und das geht ganz, ganz weit zurück. Und es gibt ja auch so diese Annahme, immer 7 Generationen zurück und 7 Generationen zuvor. Ich sehe das Ganze ein bisschen anders, da warum sollte es gerade bei der 7. Generation Halt machen, ja? Aber das darf jeder so sehen, wie er möchte. Und in der Sitzung war es so gewesen, dass meine Klientin, nachdem wir die Traumaenergie aus dem Ereignis auflösen konnten, dieses Ereignis, eine Situation aus ihrem früheren Leben nochmal betrachten konnte und sich dann mit der Energie. Und da nehme ich immer ganz gerne dieses Wort mit dieser Zeitlinie verbinden konnte, in der sie eine andere Version gelebt hat. Ja, was zum Beispiel bedeutet, wenn wir vielleicht bei dem Thema Schuldgefühle bleiben. Die Person hatte Schuldgefühle aus einem vorherigen Leben, weil sie vielleicht in dem vorherigen Leben eine Mutter war, die ihr Kind weggegeben hat oder irgendetwas anderes. So, und
Wir haben im Rahmen der Rückführungssitzung diese Situation, diese Szene durchgearbeitet, haben die lösen können, beziehungsweise die Klientin hatte sie für sich konnte sie für sich lösen, so rum. Und das heißt, diese Grundenergie, diese Traumaenergie, die konnte losgelassen werden, ja. Und dann, also das ist so ein bisschen wie auch bei dem Thema Glaubenssätze. Wenn man bestimmte Glaubenssätze hat und man unternimmt alles Mögliche, ja, man hat vieles getan und man kann diese Glaubenssätze aber nicht auflösen, dann liegt es ja auch daran, weil diese Grundenergie, also die Energie von diesem, ich sag jetzt mal, negativen oder destruktiven Glaubenssatz, die ist so stark, die ist so prägnant, so krass, so heftig, dass ein neuer Glaubenssatz, den du quasi einfach obendrauf klatschen willst mit Affirmation, ich bin gut genug, ich werde geliebt, was auch immer, die funktioniert nicht, weil die Energie, die sich unter diesem neuen Glaubenssatz befindet, immer und immer wieder wie so ein Vulkan an die Oberfläche brodelt, ja, oder wie Blubberblasen, die immer wieder nach oben kommen und diese Energie so stark ist, dass dieser Glaubenssatz, der positiv ist, der eine positive Schwingung hat, dass der da überhaupt nicht standhalten kann, weil da eben was unten drunter ist, was erstmal rauskommen möchte, an die Oberfläche kommen möchte. Und deswegen funktionieren viele positive Glaubenssätze nicht, wenn man nicht das zugrunde liegende Thema gelöst hat, in meiner Meinung. Und nachdem diese Energie, also von der ich jetzt gerade gesprochen habe, nachdem diese Energie aus dem Vorleben gelöst werden konnte, war es möglich, also wenn wir bei dem Thema Schuldgefühle bleiben, dass man oder beziehungsweise dass meine Klientin sich mit dieser Energie, mit dieser Zeitlinie verbinden konnte, wie es ist, wenn sie diese Schuldgefühle nicht gehabt hätte. Sie hat also dadurch wie eine Art Einblick bekommen in eines ihrer früheren Leben, wie es hätte stattdessen laufen können, ja? Also wie es hätte stattdessen sein können. Hätte sie diese Schuldgefühle nicht gehabt, dann hätte sie vielleicht geheiratet, wäre vielleicht Mutter von 3 Kindern geworden, hätte vielleicht anderen Menschen helfen können, weil sie selbst so gut in ihrer Energie geerdet war, ja? Und das Verbinden mit diesen Zeitlinien ist so, so spannend. Ich finde es so, so spannend, dass wir mit unserem Bewusstsein quasi in unterschiedliche Möglichkeiten wie hineinzoomen können, uns damit verbinden können und eintauchen können. Und jede Zeitlinie hat eine bestimmte Energie und wir haben ja einen freien Willen. Das heißt, unsere Seele plant dieses Leben. Allerdings ist es ja so, dass die Seele, also das Spiel ist ja das, dass wir, wenn wir verkörpert sind, das heißt, wenn die Seele sich eine Persona überstreift, einen Charakter, Vorlieben, das Ego sozusagen mit auf der Schulter sitzen hat, dass sie in dieser Verpackung quasi, in der sie selbst die Essenz ist, das Bewusstsein ist, das, was ist, ja, und quasi sich diese Verpackung überstreift. Das menschliche Dasein mit den menschlichen Herausforderungen, den menschlichen Aufgaben, hat sie die Möglichkeit, als Mensch zu wählen, in welche Richtung sie gehen will. Und damit haben wir auch gleichzeitig die Möglichkeit, uns zu entscheiden, welchen Weg wir wählen. Also welchen Weg oder anders ausgedrückt, welche Zeitlinie wir aktivieren möchten in unserem Leben. Ja, du kannst dir das vorstellen, wie so eine Wurzel, die so ausufert und wo es unterschiedliche Wurzelstränge gibt. Und der eine Wurzelstrang ist ein bisschen stärker und der andere Wurzelstrang ist vielleicht ganz dünn und ganz zart und sehr zerbrechlich, ja. Und jede Zeitlinie hat unterschiedliche Qualitäten. Das heißt, jede Zeitlinie hat eine andere Energie als die andere, energetisch gesehen. Und wenn wir überlegen, dass jede Zeitlinie eine andere Energie hat, bedeutet das aus weltlicher Sicht, dass jede Zeitlinie andere Herausforderungen hat, andere Personen hat, die uns begegnet, andere Probleme hat, die uns begegnen, andere auch schöne Dinge, eine andere Art der Liebe, eine andere Art der Erfüllung, eine andere Art der Berufung, eine andere Art von Werten, von Möglichkeiten, von Chancen letztendlich. Und diese Energie ist ja, wenn wir mit dem Bewusstsein uns mit diesen Zeitlinien verbinden, ist es so, dass das ja rein auf energetischer Ebene stattfindet.
Was aber so spannend ist, ist, wenn wir mit unserem Bewusstsein in diese Zeitlinien hineinreisen, dann können wir die wie aktivieren. Ja, dadurch, dass wir uns mit dieser Zeitlinie verbinden, findet schon eine Art Aktivierung statt, weil du ja diese Informationen wie downloadest. Ja, das heißt, diese Informationen dringen sozusagen durch dein Bewusstsein auch in die menschliche Form. Das heißt, dein Gehirn nimmt diese Informationen auf. Aus energetischer Ebene wird das quasi wie gewandelt durch die Impulse, die du wahrnimmst, Bilder, Gedanken, Gefühle, in quasi eine menschliche Übersetzung. Und das ist die Aktivierung. Und dieses Feinstoffliche, ja, von diesen Zeitlinien. Du kannst dir vorstellen, dass es dichter wird, ja. Also diese Energie wird dichter und dichter, bis sie dann eben Materie ist irgendwann. Das heißt, diese Energie von Zeitlinie A im Gegensatz zu Zeitlinie B, sagen wir, oder anders da ausgedrückt, sagen wir mal, es gibt die Zeitlinie A, okay? Die Zeitlinie A hat eine ganz sanfte Energie, die ist ein bisschen langsamer, wenn wir es in eine weltliche Kommunikation übersetzen, ist ein bisschen langsamer, ist etwas zarter, ist vielleicht ein bisschen feiner einfach. Und die Zeitlinie B ist vielleicht ein bisschen schneller, ist ein bisschen kraftvoller, ist ein bisschen dichter von der Energie, ein bisschen stärker. Und wenn wir uns für die Zeitlinie A entscheiden, das heißt, wir wählen mit unserem freien Willen, dass wir diesen Weg gehen, was auf immaterieller Welt, also als auf feinstofflicher Welt eine Möglichkeit, eine Entscheidungsmöglichkeit ist, eines Weges, ist auch ein Eintunen immer in eine bestimmte Zeitlinie. Und du hast dich dann für die Zeitlinie A, diese feine Zeitlinie, entschieden, aktivierst dir. Das bedeutet dadurch, dass du verbunden bist damit und dass dein Bewusstsein gewählt hat, sich damit zu verbinden, du quasi dort bist, wird das, was die Zeitlinie A für eine wie Grundsubstanz hat, zu deiner Realität. Ja, also das wird zu deiner Realität, was bedeutet, es kommen eben diese bestimmten Personen in dein Leben, es kommen diese bestimmten Herausforderungen in deinem Leben, es warten diese bestimmten Probleme auf dich in deinem Leben, es warten diese bestimmten Möglichkeiten und Chancen auf dich, ja, die anders da wären, wie wenn du dich für Zeitlinie B entschieden hättest. Ja, was so ein anderer Weg ist. Ich hoffe, du kannst mir bis hierher folgen. Und wenn wir uns das bewusst machen, ist das eigentlich so, so krass. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob du das auch so fühlst wie ich gerade, aber es ist einfach so unglaublich, welche krassen Möglichkeiten wir damit haben, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass wir uns mit diesen unterschiedlichen Zeitlinien eben verbinden können. Und der Sinn und Zweck, es geht nicht darum, welche Zeitlinie besser oder schlechter ist für dich, weil jeder Weg wird dir dienen. Der eine Weg wird herausfordernder sein, wird vielleicht schwieriger sein, aus menschlicher Sicht, aus der Ego-Perspektive heraus, aus dieser Sichtweise der Illusion der Trennung, beziehungsweise teilweise Trennung, weil man eben auch sagen muss, wir haben uns ja hier für diese Welt entschieden, für das menschliche Dasein, für dieses Erdenleben. Und es bringt uns auch nichts, wenn wir nur in diesem Wu-Wu sind und in dieser geistigen Perspektive, sondern wir sind ja hier, weil wir diese menschliche Erfahrung machen wollen, weil es uns eben hilft. Und der Sinn und Zweck, egal welchen Weg du wählst, liegt ja darin, dass du damit eine Möglichkeit bekommst, Karma aus vorherigen Leben auszugleichen. Ja, das heißt, jeder Weg, den du wählst, ist eigentlich der ideale Weg für dich. Es gibt aber halt einfach Unterschiede. Der eine Weg ist vielleicht ein bisschen leichter, der andere Weg dauert vielleicht ein bisschen länger, der eine Weg hat eine Abkürzung. Wenn du dich für den anderen Weg entscheidest, bringt das mit sich, dass du da vielleicht noch ein anderes Thema aufarbeiten kannst oder ein anderes Thema möglicherweise, solltest du dich so entscheiden, auflädst, ja. Und es geht darum, dass du mit dem, dass du hier bist, dass du dich entschieden hast, hierher zu kommen auf die Erde, dass du die Möglichkeit hast, wie gesagt, Karma auszugleichen. Und das machst du, indem du dir dein Leben anschaust und
genauer hinguckst und dich mal fragst, mit welchen Bereichen in deinem Leben bist du gerade nicht zufrieden, ja? Und du hast letztendlich schon alles in der Hand, ob du jetzt eine Rückführung machst oder ob du andere Dinge machst, ja? Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber es geht immer darum, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein mit dir und dich auch zu fragen, okay, was kannst du denn tun? Also nehmen wir mal an, du bist nicht zufrieden mit deiner beruflichen Situation. Welche Gedanken, welche Gefühle, welche Handlungen haben dazu geführt, dass du diesen Weg gewählt hast? Und dann darfst du anfangen, das umzuschreiben. Was bedeutet, du darfst anders denken, du darfst anders da fühlen. Da sind wir aber wieder bei dem Thema dieser Grundenergie, die sich darunter befindet. Was bedeutet, du darfst tiefer gehen, ja? Und du darfst andere Handlungen unternehmen, ja? Also es geht immer auch darum, aktiv etwas zu tun. Und meiner Meinung nach geht es auch immer darum, von der Lieblosigkeit in die Liebe zu kommen. Das hat mal ein Lehrer ganz, ganz schön gesagt von mir. Es geht darum, in die Liebe zu kommen. Und wenn du dich vielleicht fragst, warum bin ich hier auf der Erde? Was soll das Ganze hier? Ich habe keine Lust mehr. Ist es so, dass du sehr im Widerstand bist, dass du wahrscheinlich einfach sehr mit der geistigen Welt noch verbunden bist. Und man muss auch sagen, dass das eine Art der spirituellen Dissoziation, was bedeutet, okay, ich flüchte mich in diese geistige Welt, in die ganzen wundervollen, tollen Möglichkeiten, was nicht bedeutet, dass du die nicht wahrnehmen sollst oder dass du dir davon nicht helfen lassen sollst, aber es ist eben eine Möglichkeit, diesem Schmerz, den du hier erlebst in dieser menschlichen Form, als Mensch, als menschliches Wesen, als individuelles Wesen, diesem Schmerz sozusagen zu entkommen, dadurch, dass du dich in diesen anderen Dingen verlierst. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man einfach beide Seiten integriert, weil wir leben beides. Wir sind Seele, die sich aus einem guten Grund dazu entschieden hat, hierher zu kommen, ja? Weil wir hier die größte Möglichkeit haben, um zu wachsen, um uns zu entfalten. Es geht immer, 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 immer um die Erfahrung. Ja, es geht immer um die Erfahrung. Und hier sind einfach die besten Voraussetzungen dafür. Und wenn ich in einem meiner vorherigen Leben Täter war, also ich mache das mit Anführungsstrichen, weil jeder Täter war auch ein Opfer gewesen. Ja, in jeder Inkarnation ist es irgendetwas passiert, was dazu geführt hat, dass diese Person zum Opfer wurde. Und wenn man einmal ein Opfer war und du dich an dieses vorherige Leben wieder zurückerinnerst, dann geht es auch hier nicht darum, dir irgendeine Schuld zuzuweisen. Das ist das, das sind die Geschichten, die dein Kopf, die dein Gehirn, die dein Verstand, dein ego-basiertes menschliches Dasein dir einreden möchte. Aber in einer guten Rückführungssitzung wirst du erleben, dass du diesen Täteraspekt für dich wandeln kannst und dass du aus dieser Erfahrung, wenn du bereit bist dazu, etwas für dich mitnehmen kannst, was wie eine Art Geschenk ist, was dir für hier und jetzt weiterhilft, zu wachsen, dich wirklich zu entfalten, ja, mehr du zu sein, dein Sein, deine Essenz zu leben, dein Licht strahlen zu lassen. Und das ist jetzt nicht einfach irgendwie so ein Blabla, weil es sich gut anhört, sondern es ist tatsächlich so. Und in den Rückführungssitzungen erlebe ich das immer und immer wieder mit meinen Klienten, selbst wenn sie Täter waren oder Täterin waren, selbst wenn es herausfordernde oder schlimme Situationen waren, die sie damals erlebt haben, zum Beispiel, dass sie als Kind weggegeben wurden, ja, dass sie gesehen haben, wie die Eltern sie verkauft haben, ja, oder sonst irgendwelche Dinge, dass sie, wenn sie aus der seelischen Perspektive auf dieses Ereignis drauf schauen und vielleicht den karmischen Ursprung oder den karmischen Zusammenhang aus einem vorherigen Leben dazu erkennen können, dann können sie verstehen, warum ihre Seele das Leben so gewählt hat. Und ich weiß, das ist super schwierig und in vielen Fällen einfach null nachvollziehbar, auch für mich, für viele Dinge, die passieren auf der Erde. Aber wenn man aus einer seelischen Perspektive da drauf schaut, dann ist es einfach etwas anderes. Ja. Und es geht hier, wie gesagt, auch nicht darum, irgendwie was gut zu reden oder was klein zu machen.
Aber es gibt einfach unterschiedliche Ebenen, um Dinge zu betrachten. Ich hoffe, dieses Video war nicht zu verwirrend für dich, aber das war jetzt was, wo ich einfach unbedingt mit dir teilen wollte, weil es so, so schön ist. Ich liebe es, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es ist einfach so faszinierend, was für uns alles möglich ist, wie viel größer wir träumen dürfen, wie viel mehr Möglichkeiten wir haben. Das ist einfach dieses Gefühl dieser Grenzenlosigkeit, dieser Weite, dieser unendlichen Fülle an Möglichkeiten, die wir haben im Leben, wenn wir das schaffen, aus diesen kleinen, beengenden Konstrukten auszutreten, die wir im Laufe der Zeit angesammelt haben. Und trotzdem finde ich, dass es wichtig ist und dass es gut ist, dass es stattgefunden hat, weil wir uns ja für diese Dualität entschieden haben, weil dadurch, dass wir uns für diese Dualität entschieden haben, können wir eben auch das Gegensätzliche erfahren und erleben, was die Liebe ist, was Einssein ist, was Verbundenheit ist, was Bedingungslosigkeit ist, was Gottsein ist. Also jetzt nicht Gott im kirchlichen Sinne für mich zumindest, sondern Gott als Teil der Quelle allen Seins. Genau. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ich auf bestimmte Themen noch genauer eingehen soll, darf, dann kannst du mich das gerne hier unten im Video wissen lassen. Wenn du selbst eine solche Erfahrung machen möchtest, selbst eintauchen möchtest in deinen Seelenweg, in dein früheres Leben, wenn du ein tieferes Verständnis für dein Leben oder für deine Lebensthemen haben möchtest, wenn du karmische Zusammenhänge aufdecken willst und alles mit der Prämisse oder mit dem Fokus darauf, dass es dir hier und jetzt heute besser geht, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Alle Informationen zu meinen Online-Begleitungen findest du hier unter diesem Video. Und wenn du schon Erfahrung hast mit der Rückführungsarbeit, mit Hypnose, mit Trancezuständen, dann kannst du dich auch gerne für eine Zwischenlebenreise bei mir melden. Das heißt, da erhältst du einen tiefen Einblick in deinen eigenen Seelenplan, warum du dir diese Eltern ausgesucht hast, weshalb du bestimmte Erfahrungen machen möchtest. Und was dein tieferer Lebenszweck ist, dann kannst du dich auch sehr gerne melden. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!